Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Online. Ja, ich habe mir einfach mal die Zeit doch genommen, meine Rüstung aufzuleveln. Ich habe den Rathalos so lange gefarmt, bis ich jetzt alles auf 90 habe. Sogar den Stein habe ich ein bisschen erweitert, da muss ich aber auch noch einiges tun. So, jedenfalls, ja, wir sind endlich soweit. Allerdings geht jetzt um diese Uhrzeit leider nichts mehr Besonderes auf. Deswegen habe ich mich entschieden, wir machen heute noch schnell Dailies. Das heißt, den S-Rang-Dings mache ich ein anderes Mal. Und ja, zack, wir haben eine Daily und die gehen wir jetzt auch alleine an, weil wie gesagt, um diese Uhrzeit ist es gerade bei uns gerade mal erst 7:30, geht aber nichts mehr auf, also versuchen wir doch die beiden hier alleine zu knüppeln. Ich habe sowieso kaum noch Tickets, ja, 4 Stück noch. Meine Weekly sind auch alle verbraucht. Also geht's doch jetzt los. Machen wir schon alleine, wird schon gehen. Ach, Vulkangebiet, alles klar. Sehr schön. 2 Rathaloste, den blauen Rathalos brauche ich sowieso noch, weil ich meine Rüstung ja noch weiter erweitern will auf 95 hoch. Achso. Orientierung verloren. So, zack. Es leckt ein wenig, obwohl ich Mattfisch anhab, glaube ich. Ah, okay, jetzt ist grün geworden. Mal schauen, was passiert. Und die Eispot rein. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir gerade irgendwie 100% lackfrei sind. Naja, was soll's. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Erstmal das große Feld, die 4 abchecken. Ja, und glaubt mir, es war echt eine langweilige Aufgabe, immer und immer wieder den Azur-Rathalos zu machen. Hier ist keiner. Also over and over and over and over. Ja, bis wir dann alle Teile endlich zusammen hatten, um die Rüstung zu komplettieren. Ich schlag daneben. Na, zumindest am Flügel erwischt. Zweimal schreien zählt nicht. Gemeines Vieh. Wie lange haben wir eigentlich nicht mehr den Standard-Rathalos gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ach Moment, was ist eigentlich die Aufgabe? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht, was die Daily-Aufgabe ist. Ist egal. Wir kloppen einfach drauf und gucken, ob wir es schaffen. Ups. Da kehrt er uns raus. Einfach so. Hör auf zu brüllen. Der ist hier echt doof in der Ecke. Hast du verdient. Ups. Der Arme, der hat ja gar keine Chance gehabt. Ja, so einfach kann es gehen. Ach, ich bin ehrlich zu euch. Ich habe den, nachdem ich meine Rüstung jetzt hochgehauen habe, also sprich auf 90, ich habe den Kopf schon auf 95, weil man braucht auch hier diese Marken, die man bekommt vom Feuer-Tataronis. Und, ja, den habe ich jetzt einmal gemacht. War eine richtig schwierige Tortur in meiner Mittagspause. Wir haben ihn aber geschafft. Ich wollte es einfach mal testen und ich hatte einfach irgendwie nicht genug Zeit, gerade aufzunehmen. Und wir haben ihn dann trotzdem glücklicherweise geschafft, also habe ich einmal so eine Marke bekommen, aber stattdessen, anstatt mein Schwert hochzupushen, habe ich halt lieber erstmal die Rüstung noch was gepusht, denn ich finde, das lohnt sich mehr. Somit können wir auch den Feuer-Tataronis-Dings ein bisschen öfters farmen, ohne so oft Schaden zu bekommen. Ah, vermutlich ist er gerade wirklich auf der 9 und ich habe vermutlich gerade das Pech, dass der jetzt wegfliegt, wenn ich da ankomme. Hallo, hier? Natürlich nicht. Gehen wir mal weiter gucken. Hallo. Ich wusste es.
Ja, sieht so aus, als ob er zu 4 unterwegs ist. Bin nicht sicher, ich folge einfach mal. So, aber ansonsten läuft's jetzt. Wir sind so langsam richtig im Endgame angekommen. Nein? Mist. Ich komme mir nicht zu nah. Scheiße. Ich habe auch kein Psychoserum gerade, dass ich mal gucken könnte, wo der jetzt ist. Mist. Sag bloß, der hat mich verarscht und ist erst zu 9 geflogen. Ich gehe mal gucken. Wir haben ja jetzt alles abgegrast bis auf die 3. Zur Not nehme ich mir einfach einen Teleporter und teleportiert mich zurück einfach. Einfach so, weil ich es kann. Weil ich genug Teleporter, glaube ich, noch habe. Nee, habe ich nicht. Ich habe nur noch 3. Okay, das sind meine allerletzten Teleporter. Das ist scheiße. Ich brauche sie eigentlich für den Kampf beim Tataronis. Ja, toll. Verarsch mich doch nicht. Schön, wie du mich vergiftet hast. Hast du super gemacht. Mali, auf rumsmiauen. Das gibt's nicht. Diese blöde, scheiß kleine Mücke. Na toll. Auch noch daneben. Na komm, fall runter. Ups. Das habe ich nicht kommen sehen. Das Feld hier ist echt schwieriger als die anderen Felder, wo der sonst rumfliegt. So, sehr schön. Mist, habe ich den Kopf nicht getroffen, weil der Flügel im Weg lag. Dankeschön. Na komm runter. Ich frage mich übrigens, wann der nächste Minecraft-Teil rauskommt, also der letzte aus der Telltale Game-Episode. Mist. Na komm schon. Ich glaube, ich habe den einfach heute schon zu oft geschlagen. Mal gucken, wo er diesmal hingeht. Mist, jetzt habe ich ihn wirklich verloren. Okay, Leute, gucken wir doch einfach mal noch auf der 3. Ansonsten habe ich jetzt auch momentan meinen Dual Blades ein bisschen weiter gelevelt. Ja, und ich habe auch die, ach nö, hier auch nicht. Ich habe die, das Großschwert vom
Plesiot jetzt hochgelevelt. Man braucht dafür mittlerweile keine Plesiot-Teile mehr. Einfach nur irgendwelche Monsterteile reinstecken. Finde ich recht gut gemacht. Das scheint wohl mittlerweile wirklich das neue Upgrade-System generell zu sein. Dass man nicht mehr die spezifischen Teile braucht, sondern einfach von vielen verschiedenen Monstern hier eben reinhauen kann. Daumen hoch. Daumen hoch. Haben die echt gut gemacht. Und damit heißt es natürlich, jetzt können wir auch unsere Waffen alle ein bisschen hochleveln. Meine Fresse, wo ist das Vieh denn hin? Gibt's doch nicht. Wir haben doch jetzt gleich alle Felder voll, oder? Hier. Na, super. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Aber ihr seht, wir kriegen schon generell weniger Schaden. Wir können uns viel, viel öfters treffen lassen. Diese Mistkrabben. Alter. Ey, wollt ihr mich eigentlich alle natzen hier? Seid ihr eigentlich dumm, ihr Scheißkrabben? So, sind sie jetzt alle down? Nein? So, jetzt aber. Sorry, musste man gerade die Krabben weg. Da fällt mir was auf. Wir haben keinen Dings drin. Das wäre fast unser Untergang geworden. Nein. Alter Falter. Der macht uns einfach so platt. Da bin ich echt unachtsam gerade. Muss ich echt zugeben. Dunkle Darth Vader Musik. So. Kopf gebrochen. Alter, warum habe ich das nur gemacht? Ich hab's doch kommen sehen. Oh, es ist so peinlich. Und dann versemmeln wir auch noch die Daily heute, weil ich nicht weiß, was die Daily ist. Hab schon lange keine Dailies mehr gemacht, aber mir geht so langsam wie Goldmünzen aus. Da muss ich einfach mal wieder ein paar Dailies machen. Okay, jetzt wird er eh hochgehen auf die 9. Also folgen wir ihm auf die 9. So, eine Runde langsam laufen, damit wir wieder mit Energie haben. Ich habe jetzt keine Lust noch für ein schlafendes Ding hinterher, Dings hinterher zu werfen. Vielleicht fange ich ihn einfach sicherheitshalber, oder? Wenn er jetzt eh schon pennen gegangen ist, wovon ich ausgehe. Ach nein, okay, alles klar. Komm her, leck mich jetzt am Arsch. Nein, willst du mich jetzt verarschen? Bitte hier in diese Richtung humpeln. Ach, ist doch ein Witz, oder? Ist doch ein Witz. Jetzt hat er mich aber ziemlich getrollt, oder? So, wir wollen zur 9 gehen, denn da legt er sich jetzt schlafen. Was für ein Trollmonster. Komm her. Nicht fliegen.
Hast aber schön getroffen. Oh. Das ist schlecht. Na komm her. Hier. Und noch einer. Okay, dann haben wir ihn. Oh, ich glaube, das war sogar die Aufgabe. Ich weiß es nicht. Sicher ist sicher. Gut, wenn wir es geschafft haben. Gehen wir mal ein bisschen Selbstmord. Hier in die Lava springen. Und hepp. Geht nicht. Gut, wie sieht es denn mit unserem Erfolgsbuch eigentlich mittlerweile aus? Wir haben immer noch nur 2 Sterne. Wir müssen auf die 7000 kommen. Das dauert noch ein bisschen für den nächsten Stern und dann das hier noch machen. Ach Moment, nein, das ist verkehrt, oder? Das hier müssten wir machen für den nächsten Stern. Keine Ahnung, was das ist. 1500. Haben wir eigentlich. Oh, weia. 12.000. Okay, Leute, wir könnten das hier schaffen, wenn wir dann direkt... Den einen Stern haben wir. Ich muss gucken, was das hier genau ist. Und dann müssen wir versuchen, das rauszufinden, was wir da machen müssen. Ich versuche es mal in der nächsten Folge anzugehen. Juhu, Loot. Was ist das denn? Stein. Toll. Danke, Mali. Mali hat einen Stein gesammelt. Bin ich absolut überzeugt von, dass Mali gute Sammelkräfte hat. Andernfalls, Steine brauchen wir allerdings auch noch für irgendwas. Ich glaube, um Bombengehäuse zu bauen, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Okay, es hat nicht als Daily gezählt. Kein Plan. So. Die beiden in 20 Minuten killen. Keine Lust gerade, das Ganze alleine zu machen. Ah, ich lasse die Dailies erstmal sein. Gehen wir mal zurück, einfach gucken, was wir jetzt noch da an Dings zu tun haben. Was ist mit dir los? Hast du noch irgendwas für uns? Nö, da geht auch nichts mehr. Aber auf jeden Fall will ich diese Rüstung bald haben. Da zurück in die Stadt. Und zurück in unser Gildengebiet. Ja, und grundsätzlich mache ich mir momentan noch schon wieder dazu Gedanken, was ich irgendwie als neues Spiel mit anfangen könnte. Gut wäre natürlich, wie gesagt, irgendwas Retro-mäßiges oder vielleicht einfach mal etwas Kürzeres, dass wir nicht so ewig lange viele Folgen haben. Borderlands ist ein langes Projekt, Monster Hunter ist ein langes Projekt, No Man's Sky wird kein langes Projekt werden, weil ich einfach keinen Bock habe, davon 100 Folgen zu machen. Ich werde es eine Zeit lang spielen, aber irgendwann ist auch Schluss. Aktuell macht es mir minimal mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Aber das wird sich wahrscheinlich auch schnell widerlegen, wenn es wieder nichts zu tun gibt. Einfach nur dieses grundsätzliche Ressourcenfarmen und so weiter und so weiter. So, liebe Mädels, was habt ihr Schönes? So. Das ist unsinnig. Ach, ich habe die falsche angegriffen, oder? Ja, ich habe die falsche angegriffen vor allem. Hier war alles voll. Und zwar alles auf Platin. Hier war auch alles auf Platin. Hier war auch alles auf Platin. Hier fehlt mir noch ein bisschen was. Der Doom Australian. Dauert mir jetzt aber auch, glaube ich, zu lang, oder? Wobei, eigentlich recht simpel und easy, oder? Ja, aber da hatte ich, glaube ich, sowieso noch ein paar, die ich offen hatte, komplett offen. Komm, hauen wir den eben weg. Das geht ja recht schnell, glaube ich. Denn sonst haben wir heute die Folge nur eine Sache gemacht und das war Rathalos Farmen. Und, jo, dann wäre die Folge auch schon wieder Ende. Wobei ich ziemlich gefailt habe in der, im Vulkangebiet eben. So ist das nun mal. Ja, jetzt gucke ich mal, welche Rüstung ich als nächstes farme. Die Rüstung, die ich anhabe, ist mittlerweile von den Werten her besser als die Raiyang-Rüstung. Zumindest was die Def-Werte angeht. Aber haben oder nicht haben, holen werde ich sie, denke ich, mir aber trotzdem. Sofern es mir die Möglichkeit gegeben ist, den jetzt in nächster Zeit etwas öfter zu farmen, ohne dass wir irgendwie der Nacht abkratzen, weil die Leute alle nur 20% Schaden machen. Hallo. So. Wahrscheinlich ist er auf V2.
Ey, ihr Spastis. Schreien die mich einfach an. Ist doch nicht. Ich weiß, ich soll es nicht verbrauchen. Dann mache ich halt einfach welche neuen. Ich glaube, dafür habe ich genug Rezeptsachen da. Wenn nicht, muss ich halt welche kaufen. Was soll's. Da ist er doch. Sehr schön. Boah, wie wenig Schaden er nur noch macht. Saugeil. Leck mich am Arsch. Nein! Ich zerschmetzel den jetzt einfach. Schwachpunkt Flügel. Tja. Mist. Er ist abgehauen, der Sauhund. Der Sauknochen. Jetzt ist die Frage, wohin? Der kann natürlich wieder alle Felder genommen haben, es sei denn, wir haben den schon so kaputt geschlagen, dass er irgendwie auf die Richtung 4 geht, aber ich glaube nicht. Dafür müsste der erstmal humpeln. Ach, Fiesling. Gehen wir einmal so quer rum. 6, 9, 8, 5. Hier ist er nicht. Hier tummeln sich die anderen Spasti-Viecher. Ups. So. Okay, auf die 5 wahrscheinlich. Wenn ich dann wirklich auf die 4 gegangen. Alter. Mistvieh. Wenn ich da jetzt ankomme und der schläft, dann haue ich dem auf die Birne. Wobei, das macht keinen Sinn. Auf die Birne, da kriegt er am wenigsten Schaden. Da hauen wir den auf die Finger, auf die Flügelchen. Okay. Er hat's getan. Er hat sich einfach schlafen gelegt. Das wirst du bereuen. Ein 10.000er-Hit. Alter. Das hättest du auch gern, du scheiß Fliege, ne? Noch kein Bock mehr auf die zu kämpfen. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, denn wir sind für heute durch. Ich habe ein bisschen Überlänge gemacht, weil sonst die Folge so kurz mit 2 Monstern gewesen wäre. Und irgendwie ist der Standard in letzter Zeit doch sehr gestiegen, was die Menge an Monster angeht, die wir dadurch jagern. Jagger. Jagger. Okay, Leute, dann bis zum nächsten. Ciao.